Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute stellen wir euch das Buch Percy Jackson, der Kelch der Götter vor. Das ist der 6. Band der Percy Jackson-Reihe. Der Autor des Buches ist Rick Riordan, der mit 2 Söhnen und einer Frau in Boston lebt. Seine Percy Jackson-Reihen haben den Buchmarkt erobert und wurden in mehr als 40 verschiedenen Ländern verkauft. Außerdem schrieb Rick die Kane-Chroniken, die Helden des Olymps, Magnus Chase, die Abenteuer des Apollo sowie Percy Jackson auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane, zu dem wir auch schon ein Video gemacht haben. Das Buch erschien im Carlsen Verlag und wurde aus dem Englischen ins Deutsche von Gabriele Heves übersetzt. Außerdem hat es 319 Seiten. Die Hauptperson des Buches ist Percy Jackson, der Sohn des Meeresgottes Poseidon. Er lebt in Manhattan, wo er jedoch nicht häufig ist, da er meist auf Monsterjagd ist. Kommen wir zur Story. Da Percy ein Halbgott ist, müsste er eigentlich auf das Halbgott College in Rome gehen. Er darf jedoch nicht, weil er geboren wurde, obwohl die Götter abgemacht haben, dass sie keine Kinder mehr machen dürfen. Deshalb musste er sich bewerben. 3 zufällige Götter müssen ihm jeweils eine Aufgabe geben, die er erledigen muss. Die erste Aufgabe kam vom Mundschenk-Gott Ganymed. Der Kelch der Götter war verschwunden und Percy sollte ihn mit seinen Freunden Groover und Annabeth wieder herbringen. Auf der Suche nach dem Kelch müssen Percy und Co. viele Gefahren überwinden. Sie kämpfen zum Beispiel gegen die aggressiven Hühner von der Göttin Hebe. Die Hühner gelten bei ihr als heilig. Um ihr Ziel, den Kelch zu finden, zu erreichen, besprechen sie sich mit verschiedensten Göttern, wie zum Beispiel Iris, die ihnen sogar sehr viel hilft, aber nur unter der Bedingung, dass die 3 ihren Regenbogenstab im Elison, der Elison ist der heilige Fluss, der alles säubert, sauber machen. Der Haken an der Sache ist, dass die 3 nicht wissen, wo der Fluss liegt und müssen es irgendwie herausfinden. Sie fanden den Elison und mussten dort gegen tausende Schlangen kämpfen. Nun kamen sie doch zu der eigentlichen Aufgabe, den Kelch der Götter zu finden. Dafür bekamen sie von Iris als Belohnung einen Nektar, der, wenn man Tröpfchen von ihm in die Luft ließ, sie zu dem Dieb führte. Iris meinte, es war Gary. Der Nektar war dabei sehr hilfreich, da Percy Gary nicht kannte. Irgendwann fanden sie Gary. Gary ist auch der Gott des Alters. Percy machte mit Gary einen Ringkampf und wer ihn gewann, durfte den Kelch behalten. Mit List gewann Percy am Ende. Doch nun bekamen sie von Ganymed eine Nachricht, dass das Fest früher begann als geplant und Percy musste sofort zum Olymp laufen. Wegen dem Fest wollte Ganymed auch unbedingt den Kelch haben, sonst würde er verstoßen werden von Zeus. Wie Percy auf dem Olymp gelangt und ob Ganymed den Kelch der Götter wiederbekommt, erfahrt ihr in Percy Jackson, der Kelch der Götter. Ich persönlich finde das Buch sehr spannend und immer unterhaltsam. Außerdem ist es lustig geschrieben und die Kapitelüberschriften klingen immer sehr lustig. Wie zum Beispiel, ich will zu meiner Mami oder Annabeth besiegt alle mit einem Kräutertee. Das war's mit der Bucherstellung von Percy Jackson, der Kelch der Götter, Band 6. Und wenn es euch gefallen hat und ihr noch mehr Büchervorstellungen sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal. Ciao, eure Foxy Vlogs.